Heute ist es endlich soweit, das große Finale meiner Ultrasonne- und Ultramond-Challenge. Heute werden wir die Pokémon-Liga machen, aber erstmal müssen wir uns leider von einem Pokémon verabschieden. Denn die Regeln sind, besiegte Pokémon sind für immer besiegt. Beim letzten Mal wurde Duggy, unser Dicktree, besiegt. Das gesetzt sich zu den anderen Boden-Pokémon hier. Und bevor wir zum Mondlander Kila gehen, gibt es hier scheinbar das Fossilienlabor, in dem wir endlich ein Pokémon bekommen können. Denn ich habe irgendwie 20 Fossilien oder sowas. Der Pokéball lacht mich dort so sehr an. Denn alle Items in dem Spiel sind natürlich komplett zufällig. Schnell! Eisstein! Genauso wie alle Pokémon in dem Spiel zufällig sind. Wie man sehen kann, Deoxys Speed. Ist das das Fossilienlabor? Da war ich doch schon mal drin? Nee. Ich darf auch keine Items im Kampf einsetzen. Das soll auf Route 8 sein. Naja, und meine Level dürfen nie über denen der Gegner sein. Bist du sicher, dass es hier ein Fossilienlabor gibt? Aber wir dürfen auf jeder neuen Route nur das allererste Pokémon fangen, was wir sehen. Ah, gefunden. Das ist der fette Typ hier, oder? Ja, Fossilien. Okay, los geht's. Ein einziges Pokémon dürfen wir bekommen. Okay, und? Wait, ich habe Lilia bekommen. Oh. Nee, habe ich nicht. Es ist ein Molunk. Wir bekommen ein Feuer-Pokémon. Wenn du männlich bist, werde ich dich verbrennen. Man kann nur das Weibliche entwickeln. Ich wollte sowieso kein neues Pokémon haben, also von daher ist das voll in Ordnung. Auf zu Mount Lanakila. Uns erwarten natürlich jetzt noch zwei Kämpfe gegen Galadi und gegen Tali. Mount Lanakila, neue Route, neues Glück. Ja, fahren wir direkt ein Pokémon. Und wir bekommen ein... ein Pfingst. Das ist gut. Das heißt, wir haben wieder ein Feuer-Pokémon und Psycho. Oh mein Gott, her damit. Wir bräuchten jetzt auch noch ein Boden-Pokémon, aber man kann nicht alles im Leben haben, scheinbar. Naja, gehen wir erstmal zu Galadio. Ja, da kommt er auch schon. Verdammt. Und ich habe gehofft, dass der hier aus dem Spiel entfernt wurde. Okay, geht los. Der ultra schwere Kampf gegen Dancer Mallory. Warum hast du 5 Pokémon? Hä? Du hattest mal 6 Pokémon. Wo ist auf einmal das letzte Pokémon hin? Was zum Teufel ist hier passiert? Kuriogel. Oh, er hat ein Lappenteam. Okay, das ist super. Und seine Hand tut scheinbar immer noch weh. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Level 80, okay. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mal eine Kehrtwende. Pfingst ist, by the way, noch nicht im Team. Und stattdessen habe ich jetzt einfach mal Zu ins Team gebracht. Ja, das Bissbug, das wir irgendwann am Anfang des Spiels mal gefangen hatten. Alter, boah, der Orkan ballert immer so übertrieben rein. Spiegeltrick, lol. Weißt du, was aber auch ordentlich... Bro, jetzt komm schon. Weißt du, was... Darf ich jetzt... was auch ordentlich reinballert. What the fuck, Alter? Was war denn das jetzt? Was? Das macht ja gar keinen Schaden. Zu fliegt wieder raus. Trixie will Nahkampf lernen auf Level 78? Boah, ja, ich werde es beibringen. Schaut euch das an. 273 Angriff. Maracamba. Oh, jawohl. Das ist auch schwach. Leider. Aber es ist das süßeste Pokémon überhaupt. Schaut euch den Mund an. Oh mein Gott, ich liebe dieses Ding. Ja, schaut es euch an. Das ist so knuffig. Mache kurz mal einen Gift-Hieb, der one-shotten wird. Bam, weg. Brutalander. Mega... normales Brutalander. Okay, Angriff wird gesenkt. Ich will sowieso auswechseln. Ich sag dann einfach mal ganz kurz auf Wiedersehen. Da hast du bestimmt nichts dagegen. Und dann schicke ich lieber mal kurz die Kanone rein, weil das Ding hat einen Z-Move. Oh nein, wenn es jetzt Flug ist, dann bin ich absolut am Arsch. Und es greift an. Psycho-Schmetterschlag? Wird das schaden? Was ist denn das für ein Angriff dann? Auf jeden Fall keine Psychokinese, das sollte klar sein. Und... oh, es hat super viel Schaden gemacht. Ja, das Ding ist so ultra angeschlagen. Dann werde ich Maya reinschicken. Und das war's mit Brutalander. Metagross. Nein, Alter. Oh nein. Es ist mega Metagross. Hätte ich doch nur Phoenixes mitgebracht, nicht wahr? Kanone ist halb tot. Zu ist halb tot. Soll ich Zu einfach mal opfern? Einfach, weil mir langweilig ist. Weißt du was? Ich muss Zu einfach opfern. Ich kann nichts anderes machen. Das ist ein verdammtes Metagross. Nichts ist effektiv. Sternenhieb. Wäre schön gewesen, wenn er daneben gegangen wäre, aber okay, das war's mit Zu. Ich bin so traurig, ich werde mich nie wieder davon erholen können. Okay, es klingt verrückt, aber ich werde Killer Bee einwechseln, denn ich will instant wieder gehen. Ja, ich will einfach nur... jawohl, das macht nämlich ultra viel Damage. Werde ich in Elfie einwechseln, damit das den Sternhieb tanken kann. Denn das hier wird nicht sehr effektiv sein. Das hat eine sehr, sehr gute Verteidigung. Jawohl. Hyperstrahl. Oh, das wird rein. Gott, oh, das ist aber sehr, sehr gut. Das heißt, ich muss nächste Runde aussetzen. Der Ladungsstoß wird's killen. Sehr gut. Okay, dann war's das mit Metagross. Das war wieder ultra knapp. Und das ist kommt Panzer Aeron. Ich kann das garantiert mit dem Ladungsstoß besiegen, aber ich bin halt tot und das Ding ist schneller. Ich werde den Trixie einwechseln. Hoffen, dass es jetzt nichts ultra starkes machen wird. Nachthieb, das ist okay. Ich werde erstmal Taumeltanz machen, um das Ding zu verwirren. Jawohl, sehr gut. Autotomie. Was? Luftschnitt. Ich wusste es. Genau deswegen habe ich verwirrt.
Ja, der Luftschiff wird ziemlich gut weggesteckt, sage ich mal. Da kommt ein Nahkampf. Bam. Tali wartet dann noch vor der Pokémon-Liga auf uns und dann haben wir es geschafft. Okay, Gladio, geh mal in die Ecke. Heulen bitte. Oh, hier kommen noch mehr Trainer oder was? Oh, ach so, okay, gut, dann gehe ich wieder. Begrüßt ist unser neues Teammitglied Odin. Flammenwurf, Gedanko, Psychokinese. Ist, denke ich mal, voll in Ordnung. Zu ist gestorben, aber Zu ist es nicht wert, auf dem PC abgelegt zu werden. Deswegen, wir tun einfach so, als hätte es Zu nie gegeben. Okay, er hat Schlurbleck. Darf ich euch einfach alle rausschneiden? Nein. Nee, darf ich scheinbar nicht, Alter. Schaut euch das an. Schon wieder verdammtes Proto-Groudon. Das ist das zweite Mal und das fünfte oder sechste Mal, dass wir einen Groudon getroffen haben. Wenn wir jetzt Kanone verlieren, haben wir ein riesiges Problem, denn wir haben kein Wasser-Pokémon, das mehr als eine Aquawelle kann. Okay. Wie komme ich hier raus? Das Beste wäre natürlich, ihn rauszuschneiden. Wir wissen auf jeden Fall, es kann Solarstrahl und Feuersturm und Abgrundsklinge. Das heißt, wir wechseln Kanone ein, denn jetzt setzt er eine Feuerattacke ein, weil Killer Bee natürlich durch eine Feuerattacke stirbt. Ja, da kommt der Feuersturm, es trifft sogar. Der Schaden ist okay und dann wechsle ich sofort in Trixie ein. Denn jetzt setzt er nämlich Solarstrahl ein. So, und Trixie wird das auf jeden Fall wegstecken. Ja, da kommt der Solarstrahl. Komm. Ja, okay. Das heißt, wir machen einen Taumeltanz, um das zu verwirren. Sehr gut, bitte nicht angreifen. Nein. Protzer! Es setzt Protzer ein. Plus 1 im Angriff ist egal. Das bedeutet, ich kann hier eine Kehrtwende machen. Bam. Das war viel Schaden. Okay, bitte nicht angreifen. Jawohl, es hat sich selber angegriffen. Sehr gut. Dann bekommt es jetzt erstmal eine Juwelenkraft ab. Feuersturm. Oh Gott. Wieder knapp die Hälfte. Meine Güte. Ja, der nächste. Er müsste jetzt zu Solarstrahl wechseln. Das heißt, ich werde hier jetzt in Odin einwechseln. Und dann. Das wird keinen Schaden machen, das wird resistet. Wir haben endlich mal ein Pokémon, das Groudon überstehen kann. Das ist ja Wahnsinn. So, und da wir schneller sind, kann ich es mit der Psychokinese ausnocken. Das ist das allererste Mal, dass wir einen Groudon getroffen haben und das kein Teammitglied gekillt hat. Oh mein Gott, ey. Kann ich ignorieren? Bitte lass... Ich habe nicht mehr geheilt. Verlass mich gerade darauf, dass das Spiel nett zu mir ist. Okay, das haben wir schon mal erledigt. Das ist immer noch die gleiche Route. Was zum Teufel ist denn das hier? Das lassen wir mal lieber. Komm, dreht euch um. Danke. Das ist ja gruselig. What the fuck, Alter? Hier ist eine Crossma. Leute, okay. Gut, dann tschüss. Wisst ihr, dass ich denn? Ja, wir fangen das jetzt. Es ist so wie zu... Linu? Wow! Ein Celebi! Es ist Level 98. Aber es hat Level 98. Was mache ich da jetzt? Aber selbst wenn, ich habe Rosé. Die will ich irgendwie noch ins Team nehmen. Naja, dann hätten wir das geklärt. Ultra Necronium Z. Oh, das ist gerade lustig. Akromas. Du bist jetzt nicht lustig, aber ich habe den Ultra Necronium Z bekommen. Und das Celebi hat ein Ultra Necronium Z getragen. Ich habe zwei davon. Boah, Alter, das war's ja immer noch nicht. Was ist denn das hier? Ivelta, okay. Ich habe keine Angst vor dir. Ich hatte am Anfang damals Angst vor dir, aber jetzt mache ich einfach mal kurz einen Nahkampf. Bam, sehr schön. Boah, geil, Alter. Und das war's. Du bist aber jetzt nicht Tali. Sag mal, wie viele Trainer muss ich denn noch besiegen, Alter? Lass mich doch mal in Ruhe. Okay, jetzt geht's los mit Tali. Oh Gott. Ich traue mich nicht. Nein, Hilfe. Oh, da ist Professor Koko. Du bist... Sollte hier nicht normalerweise Tali? Der hat doch hier nochmal kurz einen Kampf gemacht. Ich gratuliere, du hast es bisher geschafft. Dann wartet auf dich eigentlich nur noch eine Herausforderung, die Pokémon-Liga. Ich bin mal gespannt, ob es neue Top-4-Mitglieder gibt, weil ich habe ja nur Sonne und Mond gespielt. Kein Tali? Aber wir hatten noch keinen finalen Kampf gegen ihn. Ja gut, dann werde ich mich jetzt mal vorbereiten, denn jetzt gibt es nur noch ein einziges Team gegen die gesamte Pokémon-Liga. Bevor ich aber irgendwas machen werde, hier gibt es so einige Routen, wo ich noch nie gewesen bin. Malia City, Kappa am Stadtrand. Ah, okay. Das ist eine neue Route. Ich darf ein neues Pokémon fangen. Let's go. Yo. Oh nee, da ist wieder Alola Professor Eich. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und das nächste Pokémon ist ein Celebi. Das haben wir schon gefangen. Also Versuch Nummer 2. Und das nächste Pokémon ist... Ich habe Odin gerade erst ins Team genommen. Und jetzt müssen wir sagen, ich finde eines der stärksten Feuer-Pokémon, die es gibt. Ich muss widerstehen. Und da fällt mir ein, dass ich in der Meereshöhle noch nichts gefangen habe, oder? Die Meereshöhle ist eine neue Route. Na dann, los geht's mal. Neues Pokémon, neues Glück. Woo! Okay, dann gib mir jetzt bitte was Gutes. Komm schon. Irgendwas Gutes. Oh mein Gott. Verdammtes Mega-Bisaflor. Boah, aber wir haben Rosé und ich weiß, Mega-Bisaflor ist um einige stärker. Aber ich will nicht zwei Gift-Pokémon haben und Killer Bee bleibt obviously im Team. Oh, ich kann hier angeln. Halt. Nein. Oh,
Glück gehabt. Ich will zu der Kaelebucht gehen, aber ich werde halt nicht angeln. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Von daher, ich wüsste sowieso nicht, was jetzt gut genug ist, als dass wir es halt ins Team nehmen würden. Von daher, ich gebe mich jetzt aber mit allem zufrieden und ein Mobiteste. Oh mein Gott, nein. Wie gerne würde ich das jetzt im Team haben. Und das war im Tankerradhügel. Ja, ja. Schuppert. Und noch eine neue Route der Tankerradhügel zentraler Felskessel. Hier gab es damals eine Crossma. Aber diesmal gibt es hier ein Maruder. Und ich habe gerade eine Offensivweste gefunden. Okay, die letzte Route, das allerletzte Pokémon, das wir in dieser Challenge fangen werden. Oh mein Gott, ein Katagami. Ultra geil, aber will ich wirklich noch ein OP-Pokémon im Team haben? Das ist die Frage. Hier, die Strandpromenade. Hier konnte ich keine Pokémon fangen. Es sind deutlich mehr Pokémon, als ich gedacht hatte. Und das wirklich letzte Pokémon für diese Challenge ist ein Ariados. Na dann, das hier ist offiziell die komplette Verreckbox. Nichts wird dort mehr abgelegt. Und das hier ist die Box an Pokémon, die wir jetzt haben. Wir haben ziemlich viele legendäre Pokémon. Und aus diesen ganzen Pokémon werde ich mir jetzt ein Team bilden. Wobei sich an meinem Team, glaube ich, nicht viel ändern wird. Es ist soweit. Das hier ist unser finales Team, mit dem wir jetzt die Pokémon-Liga machen werden. Na gut, es gibt kein Zurück mehr. Nicht drei, nicht fünf, sondern vier. Vier Herausforderungen erwarten dich. In jeder Region stehen an der Spitze der Pokémon-Liga vier irre starke Trainer, die sogenannten Top 4. Also habe ich auch vier Trainer auserkoren, die ersten Top 4 von Alola zu werden. Und du musst jeden von ihnen besiegen. Erst dann darfst du wieder nach draußen. Oh, du bist immer noch Top 4-Mitglied. Ich dachte, die haben dich irgendwie entfernt oder so. Naja, da bist du ja. Dann sehen wir mal, wessen Schicksal es ist, heute zu siegen. Meins natürlich. Hallo? Alola und nochmals Alola, das heißt Hallola. Es geht los. Boah, die geilste Top 4 Musik einfach. Puh, kämpfen wir gegen Cool Trainer Dudley. Oh mein Gott, Alter, Dudley. Und ihr erstes Pokémon ist ein Relaxo. Oh, das ist so gut. Trixie kann nämlich entweder auswechseln oder einfach mit einem Nahkampf draufballern. Und bam, das wird auf jeden Fall ein garantierter One-Hit-KO. Oh, sehr, sehr geil. Verteidigung sinkt, das heißt, wir müssen auf jeden Fall auswechseln. Außer ich kann das nächste Pokémon easy trotzdem one-shotten und bin schneller. Geowatz, es ist Alola Geowatz, das war so klar. Ich kann das garantiert one-shotten und es ist extrem langsam. Von daher ballern wir hier direkt nochmal einen Nahkampf drauf, das ist gar kein Problem. Und das war es auch schon mit dem zweiten Pokémon. Wer weiß, vielleicht wird die Pokémon-Liga ultra einfach. Und als drittes Pokémon kommt Grandiras. Okay, da muss ich auf jeden Fall auswechseln. Es ist halt die Frage, in wen. Ich habe jetzt kein Flug-Pokémon oder so. Aber ich habe ein Psycho-Pokémon. Stimmt, wir haben Odin. Komm, wechseln wir Odin ein. Das wird auf jeden Fall eine Kampfattacke easy wegstecken. Da kommt ein Nahkampf. Eieiei, oh, das war trotzdem super viel Schaden. Okay, jetzt gibt es ein Problem. Das Ding ist schneller und es wird garantiert keine Kampfattacke gegen Psycho-Pokémon einsetzen. Von daher wird es eine Drachenattacke einsetzen und ich kann in Maya einwechseln. Ja. Nahkampf wird natürlich neutral sein, aber Wutanfall. Oh mein Gott, das hat richtig reingeballert. Okay, dann können wir hier jetzt eine Mondgewalt einsetzen. Es wird garantiert one-shotten. Der Nahkampf. Oh mein Gott, Alter. Ein Volltreffer hat über die Hälfte gemacht. Drei Pokémon sind besiegt, drei kommen noch und es sieht nicht gerade gut aus mit den KP. Aber wir haben auf jeden Fall noch drei Pokémon, die halt gar... Plaudergeil. Oh. Aufruhr, lol. Das Plaudergeil denkt, das kann hier irgendwas machen, süß. Naja, da kommt hier der Juwelenkraft. Das wird garantiert One-Shot. Das Ding hat keinerlei Werte. Irgendwie traurig. Das vorletzte Pokémon ist Letarking. Also ich kann das auf jeden Fall ausnutzen, weil es halt nur alle zwei Runden angreift. Aber gleichzeitig setzen die Top-4-Mitglieder Z-Moves ein? Ich werde mal kein Risiko eingehen und werde sofort Kanone einwechseln. Denn Z-Moves sind unpredictable. Hammerarm! Oh mein Gott. Oh, das hat so verdammt viel Schaden gemacht. Bro, imagine, ich hätte in Trixie eingewechselt, um das mit Nahkampf wegzumachen. Ich wäre ultra-rip gewesen. Dann haben wir hier eine Aquavelle drauf. Boom, der Schaden geht. Es ist verwirrt, das ist perfekt. Wir sind in der Range, in der wir noch einen Hammerarm überleben. Das heißt, gar kein Problem, wir können drinbleiben, wir können Aquavelle machen. Ein Volltreffer oder so wäre natürlich super schön. Oder wenn jetzt einfach die Verwirrung zuschlägt. Oh, jawohl, danke, danke, danke. Top gene... Oh mein Gott, du bist ein absoluter Müllhaufen, weißt du das? Die dürfen Top-Genesungen einsetzen. Das ist katastrophal gerade. Also ich überlebe auf jeden Fall noch einen Hammer, da bin ich mir ziemlich sicher. Das war's dann halt auch schon. Nicht noch einen dritten. Okay, oh, sehr schön. Schnarschnase. Ach so, okay, die Top-Genesung hat das eine Runde verschoben. Ich dachte, durch die Top-Genesung wird die Schnarschnase trotzdem in der gleichen Runde aktiviert, aber... Okay, und das letzte Pokémon ist Rotom. Mikrowelle, okay. Wir bleiben drin, es setzt Ladevorgang ein. Okay, schön. Eine Elektroattacke würden wir auf jeden Fall auch wegstecken. Wir haben eine übelste Spezialverteidigung. Und das war's. Wir haben Kahili besiegt, das war extrem schwer. Aber...
Es hat funktioniert. Okay, ich würde sagen, da wir gerade sowieso das untere gemacht haben, machen wir jetzt das genaue Gegenteil. Oben links ist Hala. Außer natürlich, die haben den geändert, aber... Ach nee, warte mal, nicht Hala, sondern Myla war damals übertrieben stark. Boah, die hat mein Team richtig auseinandergenommen. Aber die hat natürlich neue Pokémon. Yo, das ist cool. Gut, kämpfen wir gegen Cool Trainer Mia. Und sie startet mit einem Bissbug. Das ist wieder lustig, dass beide mit Normal-Pokémon starten und ich hier mit Tricks in Nahkampf machen kann. Super. Bedroherangriff sinkt. Boah, das Problem ist halt wieder, ich predikte jetzt bei jedem Normal-Pokémon Z-Move. Aber egal, keine Sorge, ich vertraue Trixi. Ich weiß, dass sie es trotzdem mit einem Schlag besiegen kann. Sehr schön. Trixi hat vor absolut niemanden Respekt. Auch nicht vor Normal-Pokémon, die normalerweise übel reinballern können. Kecleon? Soll ich mich jetzt nochmal wiederholen? Trixi hat absolut keinen Respekt vor irgendwem, okay? Wow, es hat überlebt. Es hat überlebt? Das verdammte Kecleon hat überlebt? Lol. Das Ding ist im roten Bereich, das heißt, sie wird garantiert wieder eine Top-Genesung einsetzen. Aber ich glaube, die können nur eine Top-Genesung pro Kampf einsetzen. Das heißt, wir werden keinen Nahkampf machen, sondern stattdessen werde ich Kehrtwende einsetzen, das zum Typen Käfer machen und dann Odin reinschicken. Ja, da kommt die Top-Genesung. Mich würde jetzt wirklich sehr interessieren, was das Ding für Attacken können wird. Aber das werden wir nicht herausfinden, denn Odin wird es one-shotten. Sehr schön. Und als nächstes kommt Azumarill. Oh, verdammt. Das kann wahrscheinlich nicht Nassschweif, das heißt... Komm, ich werde den Elfi einwechseln. Elfi hat eine sehr, sehr gute Verteidigung. Von daher, ich vertraue dir. Regentanz, es verdoppelt die Stärke der Wassertappen. Das ist Katastrophe. Und ich würde jetzt am liebsten in Kanone einwechseln, weil das steckt sowieso alles weg. Ja, es ist absolut für den Eimer, dass ich gerade Kanone einwechseln muss, um ein Wasser-Pokémon zu besiegen. Aber Hydro-Pumpe, boah, das hätte richtig wehgetan. Das hätte 100% ge-one-shottet. Naja, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Kanone alles überleben wird, egal wie viele Hydro-Pumpen das reinballert. Von daher kann ich auch eine Hydro-Pumpe machen und riskieren, dass es halt daneben geht. Risikotacke! Das ist absolut okay. Hydro-Pumpe trifft wieder. Sehr schön. Und der nächste Risikotacke wird es töten. Oh nee, es hat überlebt. Okay, schade. Die darf bei jedem Pokémon Top-Genesung einsetzen. Oh, verdammt. Jetzt habe ich Lichtkanone eingesetzt. Ich dachte, die können das nur einmal im Kampf. Es setzt halt Risikotackle ein, weil Kanone natürlich Wasser ist. Von daher werde ich die Gunst der Stunde nutzen und Killer Bee einwechseln. Das wird garantiert einen Risikotackle wegstecken. Das ist nur normal. Es setzt Regentanz ein. Ich bin schneller. Elfi wäre langsamer. Von daher machen wir einen Gift-Heap und knocken das Ding mit einem Schlag aus. Bam. Und natürlich haben wir jetzt den Vorteil, dass wir Killer Bee drin haben. Oh, verdammt. Ja, okay. Das hat einen sehr, sehr hohen Angriff. Oh, ich kann nichts machen. Ich werde den Kanone einwechseln. Klar, wir benutzen den Regen aus. Warte. Wenn ich jetzt den Kanone einwechsle, wird es wahrscheinlich ein Erdbeben oder sowas tanken müssen. Ja, aber ich kann auch niemand anderen einwechseln. Gut, ich könnte einen Tricks hier einwechseln. Aber ich habe nur noch einen Nahkampf. Wir bleiben dabei. Wir schicken Kanone rein. Der Regen wird uns auf jeden Fall helfen. Das ist kein Problem. Fuchtler. Okay, ich wechsle in Maya ein und zwar sofort. Oder nee, ich wechsle in Odin ein. Ja, Odin ist hier die beste Wahl. Ich habe eine Bodenattacke erwartet, aber naja. Alter, das hat so krass wehgetan, Junge. Egal, ich bin schneller, Psychokinese und dann ist das Ding weg. Eieiei, das hätte ordentlich nach hinten losgehen können. Bitte, bitte irgendwas ohne Kanone. Capoeira. Ich muss auswechseln. Ja, selbst wenn ich schneller bin, Capoeira hat ein bisschen was an Burg. Von daher, wir lassen das. Notsituation. Okay, das ist interessant. Egal, dann mache ich Gift-Heap. Und bam. Ja, to it, KO. Das hätte die Psychokinese auf jeden Fall überlebt. Notsituation. Oh mein Gott, ey. Boah, das ist richtig übel. Hyperheiler. Bro, was ist denn mit dir? Hörst du mal bitte auf? Okay, zwei Top-Genesungen pro Kampf und ein Hyperheiler. Das heißt, sie jetzt Top-Genesungen eingesetzt. Ich merke mir das. Und der letzte Punkt ist Pixie, wo ich natürlich einen Gift-Heap machen kann. Gut, dann machen wir das auf jeden Fall. Pixie ist zwar sehr, sehr defensiv, aber... Killer Bee ist eine absolute Maschine. Und damit war es das. Das zweite Top-4-Mitglied wurde besiegt. Es ist niemand gestorben. Aber mein Team wurde ordentlich angeschlagen. Also schaut euch Kanone an. Okay, noch zwei weitere Top-4-Mitglieder. Und dann können wir es einem Champion stellen. Dann gehen wir jetzt wieder auf die rechte Seite. Und dort wartet, wenn sich nichts verändert hat, die liebe Lola auf uns. Naja. Kämpfen wir gegen Top 4 Lola. Ja, oder auch Cool Trainer Wellington. Trixie ist vorne und er startet, sie startet mit Kyurem. Oh mein Gott, und das ist dieses schwarze Kyurem. Verdammt. Okay, wir wissen auf jeden Fall, es hat starke Attacken. Ich garantiere, dass ein Nahkampf nicht killen wird. Also es ist zwar effektiv, aber halt keine Vierfachschwäche, deswegen...
Ich gehe lieber weg. Denn selbst wenn das Trixie nicht one-shotten könnte, ich muss noch 5 weitere Pokémon danach besiegen. Das heißt, ich kann mir es nicht wirklich leisten, viel Schaden zu bekommen. Deswegen werde ich an der Stelle Maya einsetzen, für den Fall der Fälle, dass jetzt eine Drachenattacke oder so macht. Notsituation. Oh, okay, gut, das ist egal. Mit dem Schaden, den du bisher bekommen hast, hat schon wieder versucht. Sollte das auf jeden Fall... Wow, es hat überlebt. Top-Genesung. Oh, er verschwindet seine Top-Genesung für Kyurem. Bam. Sehr gut. Er wechselt aus zu Pampros. Okay, da hat jemand sich mit Harpo irgendwie verstritten und das Pokémon geklaut. Ja, ich muss eine Kanone einwechseln. Da kann ich jetzt absolut nichts anderes machen. Und da kommt ein Erdbeben. Oh Gott. Okay, wie viel Schaden kannst du bei Kanone machen? Bitte kein Volltreffer. Oh mein Gott, ich wusste es einfach. Deswegen hatte ich bei dem Nidoking so Angst. Die Kanone ist unser Spezialverteidigungsmeister, okay? Der hat so eine gute Verteidigung, aber das Gimmick ist die Spezialverteidigung. Und als nächstes kommt Octillery. Okay, oh, der Ruf ist so geil. Dann kann ich hier auf jeden Fall Elfi reinschicken. Hydro-Pumpe, es ist daneben gegangen. Okay, so, da kommt ein Ladungsstoß. Bam, und kein One-Shot, schade. Da kommt eine Hydro-Pumpe und... Oh, das hat mir so verdammt wehgetan. Ja, Elfi können wir in dem Kampf jetzt nicht mehr benutzen. Das ist Gott sei Dank schneller als das Artillerie zumindest. So, und das war's mit dem Ding. Der Ruf ist so, wow. Und das jetzt kommt Kyurem. Okay. Und ich werde hier in Odin einwechseln, ja. Es wird auf jeden Fall eine Drachenattacke und Nice-Attacke wegstecken. Blizzard, bitte nicht einfrieren. Kampfgebrüll. Okay, gut. Dann war es das auf jeden Fall mit dem Kyurem. Und das jetzt kommt Kleopatra. Was machen wir bei dir? Auf jeden Fall auswechseln, das ist klar. Und ich werde hier einfach so Tricks hier einwechseln, ja. Das ist gar kein Problem. Kommt wahrscheinlich ein Tiefschlag. Oh, okay, das wird gar keinen Schaden machen. Von daher machen wir hier direkt einen Nahkampf. Übernahme. Okay, cool, das wartet auf den Angriff. Das kannst du gerne machen, gar kein Problem. Aber du wirst halt ge-one-shotted? Ja. Okay, und was hat dir das jetzt gebracht, auf den Angriff zu warten? Du bist tot. Gelatwino. Oh, geil, Mann. Ich bin schneller und kann es mit dem Nahkampf zerstören. Alle Trainer haben irgendwie eine Kampfschwäche. Und als jetzt kommt Reshiram. Die hat Kyurem und Reshiram. Was? Ich bin auf jeden Fall schneller. Und dann werde ich hier jetzt in Maya einwechseln. Wenn das eine Drachenattacke macht, gar kein Problem. Wenn das eine Feuerattacke macht, gar kein Problem. Es wird alles weggesteckt. Noch ein Feuersturm. Okay, der trifft wieder. Bitte nicht verbrennen. Okay, und bam. Oh mein Gott. Noch ein dritter Feuersturm, der trifft oder was? Junge, du hast doch geraucht. Okay, dann kommt hier ein Diamantsturm. Und das war's mit dem Ding. Achso, das war's. Ich glaube, du hast noch ein Pokémon. Da bleibt mir die Spucke weg. Ist doch besser so. Ich mag es nicht so angespuckt zu werden. Aber ich würde dich ganz gerne anspucken. Dann kommt jetzt das letzte Top 4-Mitglied. Und das wird bitte Haller sein. Was war das gerade für ein... Haller ist kein Top 4-Mitglied mehr, aber ich habe mich voll auf Haller gefreut, weil der war super stark. Lol, es gibt ein neues Top 4-Mitglied, der hätte normalerweise Stahl-Pokémon. Boah, der wäre bestimmt überstark, oder? Es freut mich auch hier in der Pokémon-Liga gegen dich und das fette Kind kämpfen zu dürfen. Die haben einfach Haller ersetzt. Das, warum nicht Myla? Na gut, kämpfen wir gegen Cool Trainer Landon. Volbeat! Ah, perfekt. Er fängt schon mal mit einem ultraschwachen Pokémon an. Ja, ich sehe schon, der wird wahrscheinlich ultra einfach. Hätten die doch nur Haller gelassen. Okay, machen wir hier mal kurz eine Kehrtwende. Bam. Und dann schicken wir hier einfach Odin rein. Knuddler? Knuddler auf einem Volbeat? Was? Boah, was geht denn bei dir? Und Impagato. Ach nee, Alter, das hatte Hammerarm. Boah, ich hoffe, Elfi fühlt sich bereit, das Ding jetzt zu zerstören, weil das Ding ist gefährlich. Nassschweif, ja, das wird wehtun. Ah, Thread KO. Gefällt mir jetzt nicht so sehr, aber Top-Genesung. Oh, jawohl, er verschwendet wieder seine Top-Genesung. Das ist super. Zack, hier kommt ein weiterer Ladungsstoß. Ja, das war's mit Elfi für den Kampf auf jeden Fall, aber... Wenigstens sind wir das Impagator los. Gewaltrupp, bitte kein Mega-Gewaltrupp. Oh, es ist das Normale. Okay, das ist schwach. Ja, da wechseln wir hier wieder in Odin rein. Düb, düb, düb. Blättersturm. Oh, tschüss. Xiaogon. Der hat ein cooles Team, aber halt alles schwach. Wir bleiben auf jeden Fall Tiefschlag. Tiefschlag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das war knapp. Ja, ich mache hier einen Spukball. Ja, der Tiefschlag war jetzt gerade nicht so geil. Oh, der Spukball hat sogar fast gekillt. Okay, dann wechsle ich an der Stelle jetzt in Killerbee ein. Das wird hier am besten damit klarkommen. Und ja, wieder Tiefschlag. Ist egal, der Schaden geht vollkommen klar. Und tschüss. Gardevoir, Mega Gardevoir. Normales Gardevoir. Sag mal, kannst du nicht mal irgendwie starke Pokémon haben, du kleiner Stinker? Ja, wir machen hier Gift-Heap und es wird halt geone-shottet. Bam, auf Wiedersehen. Wo ihn genau? Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Ja gut, das ist halt Psycho, ne? Das heißt, wir können hier einfach mal ganz kurz eine Kreuzschere machen, das Ding one-shotten. Und vielleicht hätten sie es normal machen sollen. Und das war's. Kokui überrascht mich immer wieder. Warum hat er so einen Lappen wie dich da reingeholt? Du bist ein absoluter Versager. Kokui hat die Rolle der Top 4 an die stärksten Trainer sowas vergeben. Und wo ist denn Haller? Naja, das war's. Wir haben die Top 4 geschafft. Das heißt, jetzt kommt der Champion. Meine Vorahnung ist, dass der Champion jetzt nicht mehr Kokui ist, sondern Tali, weil wir hatten keinen letzten Kampf mit ihm. Aber das wäre so schade,
schade, weil Kukui war so ein extrem starker Trainer. Aber ja, da ist der Thron. Komm, setzen wir uns hin. Königin Kiara ist bereit, über die Welt zu herrschen. Es ist doch Kukui, Gott sei Dank. Mein Glückwunsch, junge Dame. Jetzt bist du der Champ der Pokémon-Liga. Naja, das heißt, vorausgesetzt, dass du jetzt auch noch den letzten Trainer besiegst. Und dieser Trainer bin natürlich ich, Gott sei Dank, ey. Für einen Moment hast du... Oh. Oh nee, Alter, Tali ist wirklich Champion. Ich werde dein Gegner sein, weißt du? Als ich es endlich geschafft habe, meinen Opi zu besiegen, weil du Explosion eingesetzt hast und ihn getötet hast, obwohl er alles gegeben hatte, kam mir so ein Gedanke. Für mich bist du sowas wie ein großes Vorbild, Kiara. Er ist wirklich Champion hier. Ich meine, Kukui ist cool, aber wenigstens haben wir noch die gleiche Musik. Das ist die beste Champion-Theme. Geh los, kämpfen wir gegen... Dancer Joey. Ach ja, stimmt, da war ja was. Oh nein, die Musik ist so eine Tali-Theme mit Kukui vermischt. Oh, dabei war die so geil. Komm, Mandutan! Okay, habe ich jetzt noch Trixie vorne? Optimal, dann kann ich hier Kehrtwende machen. Level 89, ja, das geht vollkommen klar. Gut, dann machen wir direkt mal eine Kehrtwende und bam. Ich erwarte jetzt... Oh, Alter, hat das viel gemacht. Okay, ich erwarte jetzt eine starke Psychoattacke. Na komm, schicken wir Odin rein. Ich glaube, das ist das Smarteste hier. Sehr! Ach, na dann ist das ja gar kein Problem. Da kommt ein Flammenwurf. Und das war's mit Kommando Tarn. Erstes Pokémon besiegt. Sagan Abyss! Der hat Erwachlen. Du Kleiner! Aber es wird keine einzige Wasserattacke können. Ich werde einfach kurz mal Elfie reinchecken. Hydro-Pumpe. Lol, er versucht mit Hydro-Pumpe. Ah! Ein Volltreffer, ein sehr Volltreffer, oder das war's mit Elfie. Ach du Kacke. Nee, ich lasse garantiert keinen sterben. Oh mein Gott, ist das viel Schaden. Kanone? Ich muss hier in Kanone einwechseln. Und jetzt haben wir wieder das Problem, dass ich absolut nichts Effektives habe. Oh mein Gott, ey, das ist sehr. Und die Hydro-Pumpe, ja, süß. Hydro-Pumpe trifft wieder, sehr schön. Es ist ein spezieller Angreifer. Top, boah, du bist einfach rausgeschnitten. So, okay, noch was. Dunarion. Oh nee, Alter, das ist keine Explosion, verdammt. Ach nee, warte mal, Guillotine. Ich habe ihn gerade mit Gladio verwechselt. Naja, ich muss auswechseln. Kanone hat ultra hart kassiert. Okay, Dunarion, wir werden hier instant Odin reinschicken. Und schauen, was es einsetzt, weil das Ding konnte Schaufler und Guillotine. Blitzkanone. Die Blitzkanone trifft! Was? Oh mein. Das war's. Alter, Tali ist übel OP. Odin ist einfach tot und langsam. Aber zumindest schneller als Dunarion. Oh mein Gott. Würde ich das nicht one-shotten können? Das wäre übel schlimm, aber nee, alles gut. Okay, Odin kann ich jetzt aber nicht mehr benutzen. Und das jetzt kommt Gardevoir. Mega Gardevoir. Du klar. Der hat mega Gardevoir oder was. Und der andere hat nur ein normales. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, zu versuchen, dass kein einziges Pokémon sterben wird. Ich könnte jetzt easy einfach Pokémon opfern und damit gewinnen, aber das wäre langweilig. Und dann würde ich sagen, Hypnose. Ich werde eingeschlüpft. Geil. Traumfresser. Das Ding benutzt gerade ernsthaft Traumfresser und Hypnose. Was ist denn mit dir los? Ich kann nicht verhindern, dass jemand stirbt, weil Maya schläft und ist halb tot. Elfie ist halb tot. Odin ist paralysiert und ist halb tot. Kanone ist halb tot. Maya muss sterben. Ich kann den Tricks und Killerbee nicht einwechseln. Das macht der Psychotag und beide sind weg. Boah, ist das unfair. Das ist so maximal unfair. Ja, Maya, rest in peace. Du hast dich gut geschlagen. Aber ich muss Killerbee hier einwechseln. Ansonsten komme ich an dem Ding nicht vorbei. Ich meine, er hat noch zwei Pokémon. Das heißt, es kann sein, dass ich trotzdem sterben werde. Egal, hier kommt Giftieb. Und bam. Das war's. Okay, noch zwei Pokémon. Und Roserade hat Rosé oder was? Willst du mir jetzt nochmal reindrücken, dass ich jetzt Lynn und Rosé nicht mitgenommen habe oder was? Ja, sorry. Ich wollte Rosé mitnehmen, aber was will ich mit dem Pflanzen-Pokémon? Und Lynn hatte eine schwache Aquawelle. Naja, das Ding greift speziell an und wird nichts haben, was irgendwie effektiv ist. Von daher, bam. Oh, Alter, mit einem Schlag besiegt. Ja, ich zeig dir gerade, warum ich besser bin. Und das letzte Pokémon ist Knuddeluff. Ach, wie süß, ey, Madame. Na, dich haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Egal, ein Gift-Tip und dann war's das. Ja. Natürlich. Und das war's mit Tali. Das war ein super interessantes Team. Nochmal ein sehr spannender Kampf. Wir geben immer alles. So entwickeln wir uns weiter. Ja, selbst wenn man Hypnose und Traumfresser einsetzen muss. Absolut ehrenvoll. Aber das war's. Das war Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Das erste Mal, dass ich die Edition jetzt durchgespielt habe. Gleichzeitig mit den schwierigsten Regeln und zufälligen Pokémon. Das war eine sehr, sehr geile Challenge. Eine sehr, sehr geile Serie. Hat Spaß gemacht. Das wird auf jeden Fall nicht die letzte sein. Sollte klar sein. Du bist der erste Champ von Alola. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Mann. Wäre so geil gewesen, wenn Amamo einfach Champion wäre. Trixie, ultra stark, Alter, hat super viel gegeben. Kanone, eine absolute Kanone. Odin war nicht allzu lange im Team, aber hat ultra viel gemacht. Maya war sehr, sehr lange im Team und hat immer ultra viel gemacht. Killerbee, absoluter MVP in der gesamten Challenge. Super geiles Pokémon. Elfie hat auch ordentliches geleistet. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Team, auf das man stolz sein kann. Das war eine sehr, sehr geile Challenge. Und wie gesagt, nicht die letzte. Also abonniert unbedingt meinen Kanal. Und dann sehen wir uns in der nächsten. Macht's gut und ciao.